Connection, japanisches Filmfestival, Frankfurt am Main. Herzlich willkommen zum offiziellen Podcast des japanischen Filmfestivals Nippon Connection. Auch 2021 findet das Festival aufgrund der Corona-Beschränkungen online statt. Dieser Podcast begleitet das Festival. Gastgeber im Podcast sind zwei langjährige Filmpodcaster und, das können wir sagen, zwei langjährige Nippon Connection Fans, nämlich Alexander Sobolla von den Abspannguckern. Hallo Alex. Hallo. Und meiner einer, Thomas Laufersweiler von Schöner Denken. Und kurz vor Start der Nippon Connection 2021 haben wir wieder eine Reihe von Folgen für euch. Immer mit einem Gast natürlich oder mit einer Gästin. Und in dieser Folge sprechen wir über den Regisseur Toshiaki Toyoda, der in diesem Jahr mit drei Filmen vertreten ist. Wolf's Calling, The Day of Destruction und Shiver. Und mehr zu Toyoda erzählt uns unser Gast Sebastian Kriel. Hallo Sebastian. Hallo. Sebastian, du warst im vergangenen Jahr schon im Gespräch mit uns, aber vielleicht möchtest du dich nochmal vorstellen, auch was du im Festival machst und warum du für uns der perfekte Toyoda-Ansprechpartner bist. Ja, gerne. Also ich bin Sebastian aus dem Filmteam von Nippon Connection. Das heißt, ich bin einer derjenigen, der das Programm zusammenstellt jedes Jahr. Ja, und Toshiaki Toyoda ist einfach ein total interessanter Filmemacher, also der ein guter Freund des Festivals ist und auch sein erster Film lief bei unserem ersten Festival und seitdem haben wir eigentlich fast alle seiner Filme gezeigt und dieses Jahr häuft es sich besonders, weil wir gleich drei neue Filme zeigen. Was ich irgendwie ganz spannend finde, ist, der hat relativ viele Kurzfilme gemacht und macht immer noch viele Kurzfilme. Hatte ich irgendwie jetzt das Gefühl, dass der sich da sehr relativ abwechselnd. Also wir haben ja mit Wolf's Calling Kurzfilm. Aber das ist eigentlich sein einziger. Aber hin und wieder dreht er auch Musikvideos. Ah, das dann, okay, dann habe ich vielleicht die dann als Kurzfilmer wahrgenommen. Aber er ist dann jemand, der in den Musikvideos relativ viel macht? Ja, hin und wieder. Also er ist halt mit vielen Musikern befreundet, was man auch in seinen Filmen immer wieder merkt. Also der Soundtrack ist immer besonders so herausragend, also besonders im Vordergrund. Auch Musiker treten in den Filmen häufig auf. Mhm. Möchtest du ein bisschen was zu den Anfängen sagen von Toyoda? Also so die ersten Filme, die er gemacht hat und wie er dann so reingekommen ist in die Filmbranche? Genau, also Toyoda wollte eigentlich ursprünglich professioneller Shogi-Spieler werden. Also Shogi, das ist so eine also japanische Schachvariante. Da hat er schon, also seit er 9 Jahre alt war, darauf hingearbeitet. Es gibt da auch so ein sehr rigoroses System. Es gibt ganz strenge Vorgaben. Bis zu einem gewissen Alter muss man einen bestimmten Rang erreicht haben, um dann Profi werden zu können. Das weiß man auch, wenn man zum Beispiel seinen Film The Miracle of Crybaby Shota angesehen hat, in dem dieses ganze Prozedere auch irgendwie dargestellt wird. Er hat sich dann aber mit 17 Jahren dann doch dagegen entschieden und ist mit Anfang 20 nach Tokio gezogen und hat zunächst als Assistent von Junji Sakamoto gearbeitet und auch zwei Drehbücher für ihn geschrieben, also unter anderem den Film Check, in dem es auch um Shogi geht. Und seinen ersten eigenen Film hat er dann 1998 veröffentlicht und das ist Pornostar. Wer vielleicht so diese frühe Welle an japanischen Filmen von Rapid Eye Movies kennt, da war auch Pornostar dabei. Also das ist einer dieser jungen Wilden der späten 90er sozusagen gewesen. Also Pornostar ist auch ein Film, den ich allen total ans Herz legen kann. Das ist so eine Art moderner Western eigentlich, wo so ein, also der Protagonist ist so ganz klassisch ohne Namen, so ein Man with No Name wie Clint Eastwood, kommt mit dem Zug nach Shibuya und fängt an, sich mit den örtlichen Yakuza anzulegen. Also und das ist auch so, was sich gerade in seinen frühen Filmen immer wieder so durchzieht, so als Motiv, ist so dieses Außenseitermotiv. Also so junge, wilde, frustrierte Figuren sind das. Auch Blue Spring zeigt eine sehr runtergekommene Schule zum Beispiel, wo die Schüler eigentlich schon so eine eigene Parallelgesellschaft gegründet haben und eigentlich über diese Schule herrschen. Bei Pornostar wollte ich ja nur noch mal sagen, da gibt es eine Messerszene, die hat mir damals mein
also ein Freund von mir gezeigt, also auch mein Mit-Podcaster bei Abschwunggucker, der René. Und diese Szene, wo Messer quasi benutzt werden, um einen Yakuza mehr oder weniger hinzurichten, habe ich nie vergessen, weil sie einfach so extrem inszeniert ist und einfach von der Art her einfach so für so fiese wirkt und eigentlich auch im Film schon so sicher wirkt. Die ist wirklich großartig. Also die ist wirklich wahnsinnig fies. Aber da sieht man auf alle Fälle, was der Mensch für inszenatorische Stärken hat. Und es ist eigentlich eine ganz simple Idee, was eigentlich dann mit gemacht wird mit diesem Messer. Aber ich habe das, weiß nicht, ich habe das nie vergessen. Also das ist schon ein starkes Stück. Es ist ein sehr, sehr starkes Debüt. Das war ein ganz toller so Tokio-Film, einfach wo so diese Stadtkulisse sehr gut eingefangen wird. Wie schon mit Musik gearbeitet wird und mit Stimmung gearbeitet wird. Aber dann gibt es auch eine Unterbrechung in seinem Schaffen und ich weiß nicht, irgendwie habe ich gehört, dass es mit Drogen zusammenhängen soll. Keine Ahnung, auf jeden Fall kommt er 2009 mit The Blood of Rebirth wieder zurück, den ich damals, glaube ich, auf meinem ersten Nippon Connection Festival gesehen habe. Das war dann mein Start mit Toyota und der hatte mich auch damals unglaublich beeindruckt. Auch aus einem Grund, den ihr schon genannt hattet, nämlich wegen des Einsatzes von Musik. Das ist ja auch Metal, Gitarren, Rock, der da unter einer eher mittelalterlichen Samurai, magischen Samurai-Geschichte, sag ich mal, drunter liegt, über einen Mann, der getötet wird, aber dann nicht wirklich stirbt, sondern in so eine Zwischenwelt kommt und zurückkehrt. Und ich kann mich da jetzt noch an extrem starke Bilder erinnern, das Bad in diesem roten Tümpel oder wie das Mädchen den Schlitten durch den Wald sieht. Ganz archetypische Bilder wie aus Märchenfilmen und dazu diese sehr treibende, sehr atmosphärische und man kann es auch sagen, sehr laute Musik. Ich glaube, er hat auch mal einen Wettbewerb gewonnen mit Blood of Rebirth, dass er der lauteste Film des Festivals war. Was mich überhaupt keinen Millimeter wundert. Und wie ging es dann von 2009 aus weiter, Sebastian? Ja, vielleicht ganz kurz. Ich kann die Geschichte bestätigen mit dem Drogenbesitz. Also das ist auch, das war ein ziemlicher Dämpfer für ihn. Also weil er eigentlich so ein junger, aufsteigender Filmmacher war, also mit Pornostar, Blue Spring, Nine Souls und dann kurz bevor dann sein vierter Spielfilm Hanging Garden 2005 veröffentlicht wurde, wurde er wegen Drogenbesitzes verhaftet und hat eine dreijährige Bewährungsstrafe bekommen. Die japanische Filmindustrie ist ja auch extrem konservativ. Das heißt, er war dann erstmal auf der Blacklist und konnte keine Filme machen. Deswegen ist Blood of Rebirth auch tatsächlich so eine Art filmische Wiedergeburt für ihn gewesen. Und seitdem ist seine Filmografie auch irgendwie immer vielfältiger geworden. Also Blood of Rebirth, danach kam Monsters Club und I'm Flash, die auch beide bei Nippon Connection liefen. Auch beides sehr persönliche Filme, also auch wieder mit einem sehr, sehr starken Musikeinsatz. Bei I'm Flash geht es um so einen Sektenführer, soweit ich mich, das ist ein bisschen lange her, dass ich ihn gesehen habe, aber das ist auch so ein Thema Religion, kommt immer wieder vor. Also Toyota bezeichnet sich selbst nicht als Anhänger einer bestimmten Religion, aber er pickt sich gerne so bestimmte Themen oder Elemente aus verschiedenen Religionen raus. Also Blood of Rebirth hat ja sehr stark diesen buddhistischen Fokus. Und das sehen wir auch, wenn wir später über Day of Destruction reden, da ist das eben auch wieder ein großes Thema. Aber nach diesen drei so sehr persönlichen Filmen kam dann Crows Explode, was irgendwie aus seiner Filmografie so ziemlich heraussticht. Also Crows ist ein Manga und da gibt es drei Verfilmungen von. Und die ersten beiden Teile sind von Takashi Miike und der dritte, der auch mit ziemlichem Abstand dann irgendwie erschienen ist, Crows Explode, ist eben von Toyoda. Und das ist so eine Geschichte um rivalisierende Banden eigentlich. Also es geht um eine Mittelschule, wo wirklich die Schüler komplett alles beherrschen. Also Lehrer, Pädagogen irgendwie kommen gar nicht mehr in dieser Welt vor und es wird alles nur durch Kloppereien irgendwie entschieden. Aber
also mir persönlich sind die Filme tatsächlich ein bisschen zu stumpf, aber ich finde es trotzdem irgendwie auch interessant, das zu sehen, weil halt schon auch deutliche Parallelen zu Blue Spring sind. Aber Blue Spring ist dann doch der Film, den ich deutlich empfehlen würde im Vergleich. Dann war auch erstmal wieder eine längere Pause von 4 Jahren. Und danach kam er aber dann gleich mit 2 Filmen zurück. Der eine Film ist Planetist, auch wieder ein sehr, sehr eigenwilliges Projekt. Das ist eine Dokumentation über die Ogasawara-Inseln und geht fast 3 Stunden. Also es gibt 2 Schnittfassungen, es gibt auch eine kürzere Schnittfassung, aber die Originalfassung geht fast 3 Stunden. Und er hat eben diese Insel mit mehreren seiner Freunde besucht, also auch Schauspieler, Musiker, und zeigt diese Freunde dann auch, wie sie musizieren, wie sie Wale sichten, wie sie mit Delfinen schwimmen. Und der interviewt halt auch einen der bekannten Einheimischen, der da so ein Touristenführer eben auch ist und diese ganzen Aktionen organisiert. Und sein anderer Film in dem Jahr war Miracle of Crybaby Shotan, den ich auch vorhin schon erwähnt habe, wo es eben um einen aufstrebenden Shogi-Spieler geht. Das würde ich tatsächlich sagen, ist so sein konventionellster Film bisher. Aber trotzdem erkennt man eben auch, dass es eine persönliche Geschichte ist und eben auch so dieses Thema dieses Underdogs, der sich gegen so ein vorherrschendes System stellt, dagegen aufbegehrt, ist da eben auch präsent, wie eigentlich in wirklich fast allen seiner Filme. Jetzt ist ja wirklich das ist eine ganz große Bandbreite, was du jetzt erzählt hast. Gibt es Themen, die sich so durchziehen? Du hast schon gesagt, die Figur des Außenseiters spielt häufiger eine Rolle. Sieht man da irgendwie eine rote Linie, was ihn besonders interessiert oder wo es so einen Zusammenhang gibt in seinen Werken? Genau, also dieses Außenseitermotiv, das Aufbegehren gegen vorherrschende Systeme, also gegen die Gesellschaft, die Regierung, das ist was man eigentlich so in jedem seiner Filme findet. Dann eben auch so dieses religiöse Element, wobei das jetzt nicht in allen Filmen vorkommt, aber es ist eben was immer wieder auftaucht, und auch sein intensives Interesse für Natur. Also obwohl auch seine frühen Filme sind eigentlich eher so archetypische Großstadtfilme, aber wenn man dann eben so Filme hat wie die 3-stündige Planetist-Doku oder eben auch Blood of Rebirth, er verharrt eben wirklich so in diesen Naturbildern und hat auch wirklich so eine sehr hypnotische Art, das zu filmen und zu vermitteln. Mhm. Weil ich habe jetzt überlegt, ich habe The Blood of Rebirth ja damals gesehen und jetzt die 3, die auf dem Festival zu sehen sein werden, also auch nochmal Day of Destruction und den Shivers und den Wolf's Calling. Und ich hätte jetzt geschworen, das sind 4 verschiedene Regisseure, wenn mir das jemand vorher nicht gesagt hätte, dass die alle von Toyota sind. Und ich habe jetzt nicht so sehr darauf geachtet, ob das so gemeinsame Stilelemente gibt. Also bei Blood of Rebirth und bei Shivers fällt auf, dass er sein Handwerk wahnsinnig gut versteht. Bei den anderen beiden Filmen ist er ja sehr, sehr experimentell drauf, vor allem bei Day of Destruction. Gibt es aber sowas, wo du sagen würdest, das sind so Stilelemente, die für Toyota typisch sind oder auf die er immer wieder zugreift? Also was ich für sehr typisch halte, ist eine ziemlich dynamische Kameraführung. Also so das beste Beispiel ist Hanging Garden, wo die Kamera sich wirklich ständig im Kreis dreht und das fast schon schwindelerregende Ausmaße annimmt. Aber das ist eben so ein Element, so diese sehr, sehr ausgeprägte Dynamik, die immer wieder seinen Filmen auftaucht. Also selbst so ein relativ konventionelles Biopic wie Crybaby Shotan hat man immer wieder Szenen, wo die Kamera sich um die beiden Shogi-Spieler dreht oder so eine Kreisbewegung, die dann irgendwie das Publikum preisgibt. Und genau, und ich denke, das ist auch in allen der aktuellen 3 Filme zu erkennen. Also gerade Shiver
ist ja wirklich atemberaubend und hypnotisch, was da die Kameraführung angeht. Ja. Also wir können ja mal über die drei sprechen, die wir dieses Jahr auf dem Festival haben. Wir können gerne mit Shiver anfangen. Ich habe erst gar nicht verstanden, was jetzt in diesem Film eigentlich passiert, weil es gibt eigentlich nicht so richtig eine Handlung und relativ schnell tauchen dann Musiker auf, Percussion-Musiker vor allen Dingen, die wahnsinnig gut sind und die wahnsinnig interessant spielen und die dann von Toyoda auch ganz, ganz toll eingefangen werden. Und ich glaube, in einem Kinosaal hätte das eine super hypnotische Wirkung. So jetzt auf einem normalen Bildschirm wirkt das vielleicht nicht ganz so stark. Aber ich habe dann tatsächlich angehalten und mir sehr gute Kopfhörer geholt und dann weitergehört, weil ich dann die Wucht dieser Musik haben wollte. Auch gerade, wenn er so einen Störton wie vom Meer oder so drunter legt. Das passiert ja dann auch ab und zu. Aber je länger ich das geguckt habe, desto stärker hatte ich das Gefühl, dass man sich da wirklich so reinfallen lassen möchte. Es gibt eigentlich keine nennenswerten Handlungselemente. Es läuft mal ein Mann mit einer Fackel irgendwie rum, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich darauf konzentriert, die schon fast magische Wirkung der Musik in magische Bilder sozusagen zu übersetzen und sowas zu machen wie das ultimative Musikvideo, sag ich mal, ja. Und das geht so gut 1,5 Stunden. Das ist richtig ein Erlebnis. Das ist so ein Ritt durch diese Percussion-Musik und man kann sich da auch gar nicht dran satt sehen, wenn dieses unglaublich anstrengende Kodo-Trommel, diese riesigen Trommeln, dann haben die da diese großen, schweren Holzstücke und hauen da ewig lange in einem fantastischen Takt trommeln da fantastische Musik und jedem normalen Menschen wäre schon längst der Arm abgefallen. Und das ist toll, wie er das uns da ja so in so eine cineastische Welt reinholt. Ja. Ja, kann ich alles nur unterschreiben. Also natürlich gilt das für alle Filme des Festivals, aber ich finde, das ist so ein Film, wo es nochmal ganz besonders gesagt werden muss, also dass man ihn möglichst entweder über ein gutes Soundsystem oder eben über Kopfhörer sich anhören sollte. Genau, ich kann vielleicht auch kurz was zu den Akteuren des Films sagen. Also es ist in der Tat eigentlich ein Musikfilm, also es gibt da keine Narration so in dem Sinne. Und zwar ist das einmal das Taiko-Trommel-Ensemble Kudo und der Musiker und Komponist Koshiro Hino, die zusammen auf dieser Insel Sado einen Monat lang gearbeitet haben, zusammen komponiert haben. Und das Ergebnis dieser Zusammenarbeit wird eben von Toyoda dann begleitet und in dieses 1,5-stündige quasi Musikvideo überführt, wo auch immer wieder die Umgebung mit einbezogen wird. Es gibt immer wieder Naturaufnahmen. Es gibt so als einzigen Schauspieler in dem Film taucht Kiyohiko Shibukawa auf, aber auch mit einer Maske, mit einer Dämonenmaske, Geistermaske, quasi wie so ein Naturgeist so durch die Szenerie huscht und auch gerade so die Wassermassen, also sei es das Meer um die Insel drumherum oder ein Wasserfall im Inneren der Insel, werden auch immer wieder so den Spielenden so entgegengestellt, so als würden die Trommelnden eigentlich auch immer im Wettstreit mit der Natur stehen. Ja, es ist ganz interessant. Der eine Musiker, der hat so eine Art auf dem Tisch liegendes Akkordeon. Also ich weiß jetzt den Namen dieses Instrumentes nicht. Mit der linken Hand bewegt man so einen Deckel, macht den auf und zu und mit der rechten Hand spielt man die Tasten. Im Grunde ist das ein ähnliches Konzept wie im Akkordeon, nur dass es vor einem liegt und nicht, dass man es vor den Bauch gespannt hat. Und das hat auch eine ganz, ganz starke Atmosphäre. Für mich war das totale Highlight war, als dieses Ensemble in der Nähe vom Meer spielt und dann die Sängerin und der Sänger kommen und dann ihre Stimmen praktisch als zwei weitere Instrumente dann in dieses Ensemble einbringen. Und da habe ich jetzt noch totale Gänsehaut. Das ist Wahnsinn. Wo man sich denkt, ist das jetzt so eine Art, weiß nicht,
traditioneller Überjazz, den ich da gerade höre, den die spielen? Oder ist es tatsächlich komponiert und gesungen, wie bei der Zwölftonmusik oder so? Es ist, die Wirkung auf jeden Fall ist sehr, sehr stark, geht total unter die Haut. Es sind auch zwei sehr starke Stimmen. Die Frau wirft einen völlig um. Das ist toll. Ich finde es auch interessant, was du jetzt erzählt hast, dass das praktisch in einem gemeinsamen künstlerischen Prozess entstanden ist, auch letztlich dort, wo es dann auch gedreht worden ist. Das gibt dem Ganzen natürlich nochmal eine ganz dichte, ja, so eine besondere Bedeutung. Hat Toyoda selber, spielt er selber irgendwie Musik oder sowas? Also, dass er dann auch selber im Hintergrund hat? Oder ist es halt wirklich, dass er einfach wahnsinnig an Musik interessiert ist und wie man Musik einsetzt und gerne mit Musikern arbeitet? Also in allen Interviews, die ich mit ihm jetzt so gelesen oder gesehen habe, spricht er eigentlich nicht davon. Also er scheint wirklich einen sehr engen Bezug zu Musik zu haben und mit vielen Musikern befreundet zu sein. Aber ich würde jetzt auch die Hand nicht ins Feuer legen dafür, aber ich habe jetzt nichts dazu gefunden. Jetzt springen wir mal zum nächsten Day of Destruction, vor allen Dingen, weil ich den so als völlig anders empfunden habe. Also im positiven Sinne wie eine Abschlussarbeit. Also es ist ein Film von der Story, kurz und einfach in einer Mine, in so einer Art Bergwerk, wird eine Art Monsterwurm entdeckt. Und es wird aber nicht genau erklärt, was es damit auf sich hat. Und außerhalb in diesem Gebiet werden Menschen verrückt und man spricht darüber, dass das wie ein Virus praktisch von diesem Monster auskommen könnte, von diesem Ungeheuer aus. Und das wird aber alles nicht wirklich klar. Und als ich den Film zu Ende gesehen habe, wusste ich nicht, was jetzt eigentlich passiert und was bedeutet es. Aber es war auf der anderen Seite sehr kraftvoll inszeniert und mit so einem Mut, als wäre einem alles egal. So nach dem Motto, ich bin jetzt jung, ich komme jetzt von der Filmhochschule und ich kann jetzt alles ausprobieren, ich kann jetzt alles machen. Ich bin voller Tatendrang. Der Film wirkte auf mich irgendwie total frisch und dynamisch und egal, auch wenn ich nicht so viel davon verstanden habe, hatte ich den Eindruck, dass das so eine große Freude daran ist, das einfach so zu zelebrieren und alle Ideen und seien sie noch so unerwartet da reinzubringen. Und das ist in Wirklichkeit natürlich ein Film von jemand, der schon sehr viel Filme gemacht hat, die sehr, sehr mit dem Kunsthandwerk und mit sehr starker, solider Regieleistung überzeugt haben. Und dann so einen Film so abzuliefern. Das Faszinierende war ja, der hat ja irgendwie aber auch noch das Politische drin gehabt mit der Olympiade und natürlich eigentlich jetzt auch mit Covid. Zu gewissen Maßen ist das ja irgendwie jetzt quasi alles drin, was irgendwie so politisch ein Thema ist. Dann hat er irgendwie so eine Art, noch nicht in der postapokalyptischen Stimmung, aber schon fast, dass das alles so drin ist. Und das ist ja irgendwie so ein, das ist ja Wolf Calling ja auch sehr ähnlich, dass der so eine Art Aufbruchsstimmung hat zu irgendwas Großem hin, aber das wird ja dann niemals so richtig aufgelöst. Es ist so quasi so der Weg zu, wir machen jetzt was. Ich fand das sehr, sehr faszinierend. Also die beiden Filme laufen ja auch als Doppelprogramm bei uns und es macht auch Sinn, die so zusammen zu betrachten. Wir haben auch vorhin ein bisschen darüber geredet, dass es verschiedene Phasen in Toyodas Werk gibt. Und ich finde also gerade jetzt die aktuellen drei dahingehend sehr interessant, weil wenn man Miracle of Crabby Shotan gesehen hat, also der lief vor 2 Jahren auch bei uns, hätte man leicht irgendwie Angst bekommen können, okay, jetzt beginnt so die gesetzte Phase von Toyoda. Jetzt wird er ein bisschen konservativer in seinen filmischen Mitteln, ein bisschen konventioneller. Wer das befürchtet hat, kann beruhigt sein. Also wenn man die neuen Filme sieht, das ist quasi wie so ein Neubeginn eigentlich auch wieder. Und also beide Filme, Wolf's Calling und Day of Destruction, sind so im Grunde auch aus so einer Protesthaltung entstanden. Also für Wolf's Calling macht es auf jeden Fall Sinn, so den Hintergrund zu kennen, weil sich der Film einem sonst vielleicht gar nicht so sehr erschließt. Toyoda ist nämlich 2019 auch wieder mit dem Gesetz aneinander geraten und wurde verhaftet wegen illegalen Waffenbesitzes. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass also die Waffe, um die es ging, ist ein uraltes Familienerbstück, das auch überhaupt nicht mehr funktionstüchtig war und das ist auch dann wieder alles fallen gelassen worden ist. Also keine Strafe dafür bekommen. Aber
eben diese Waffe ist jetzt so das zentrale Objekt eigentlich in dem Film Wolf's Calling. Es fängt damit an, dass eine junge Frau diese Waffe auf dem Dachboden findet und ausgehend davon wird dann so diese Szene in der Vergangenheit heraufbeschworen eigentlich, wo diese ganzen Krieger irgendwie zusammenkommen an diesem Tempel. Und das ist auch ein Film, also passt dann auch wieder zu Shiver, der jetzt kaum eine Narration eigentlich hat, eigentlich auch eher wie ein etwas längeres Musikvideo funktioniert. Auch sehr, sehr zentral für den Film ist die Gruppe Seppuku Pistols. Das ist eine Gruppe, mit der Toyota jetzt in den letzten Jahren so immer intensiver irgendwie zusammengearbeitet hat. Das ist sie nennen es, glaube ich, selbst Edo-Punk. Also es ist so eine Art Punkmusik, aber ausschließlich mit traditionellen Instrumenten so aus der Edo-Zeit gespielt. Und sie spielen in diesem Stil sowohl eigene Kompositionen als auch bekannte Rocksongs. Genau, und Day of Destruction, du hast das ja auch gerade schon angesprochen, was da so alles irgendwie an Aktuellem drin steckt, das ist so eigentlich der Anti-Olympia-Film. Er hatte auch also letztes Jahr am 24. Juli seine Premiere. Er lief da bei Japan Cuts, glaube ich. Und das Datum ist halt gewählt worden, weil es halt eigentlich der Starttag der Olympiade gewesen wäre, wenn sie eben nicht durch Corona ausgefallen wäre. Und auch der Titel ist eben als Anspielung darauf gewählt, weil der 24. Juli ist so in Japan der Feiertag, der Tag des Sports. Und Toyota sieht aber eben in dieser Olympiade überhaupt nichts Positives, sondern halt einfach nur so ein kapitalistisches Monster eigentlich. Und deswegen macht er aus dem Tag des Sportes dann doch lieber den Tag der Zerstörung und bringt eben in diesen Film diese ganze Wut auf die Regierung, auf das Ereignis Olympia und baut dann eben auch noch diese ganzen Ängste um die Pandemie ein. Dann erklärt sich auch, warum die Leute, die da zum Großteil verrückt werden, auch in solchen Business-Anzügen rumlaufen. Mhm. Und was ich bei Day of Destruction gefühlt habe, war auch noch so ein Zorn, so dieses, ich finde mich nicht damit ab, also in mir kocht etwas, in mir rebelliert etwas und ich lasse das raus. Das ist auch das, was ich als jung empfunden habe dann bei dem Film, weil er dann so reckless ist, ja, als würde sich da jetzt ein Scheiß drum scheren, ja. Er hatte auch so lustige Kontraste, dass das einerseits ja dann auch dieselbe Tempelanlage ist wie in Wolf's Calling und die eigentlich mal dieses Naturbild hat und diese Ruhe und eigentlich irgendjemanden, also die eine Hauptfigur, die wir haben, ja jemand ist, der eigentlich sehr, sehr besonnen wirkt und gleichzeitig wirkt das alles wirklich, man sieht dem Film eigentlich in jedem Moment an, was für eine Wut gegen alles da ist, also so ein Bild von einer dysfunktionalen Gesellschaft, ein Olympiastadion, das ja gleich mehr oder weniger am Anfang erstmal eine Riesenexplosion erleben darf. Und so ein Monster, das eigentlich aussieht wie so eine Art Tumor mit Augen oder sowas, ja. Mhm. Das tief unten da irgendwie ist und vor sich hin wabert und eigentlich überhaupt nicht ganz fassbar ist, was da nicht stimmt. Da sind sehr, sehr viele interessante Sachen reingeschmissen worden, die ich sehr, sehr stark auch fand, ja. Es ist trotzdem ein sehr, sehr faszinierender Film eigentlich, in welche Richtung er steuert oder eben auch nicht steuert. Ja, es ist, also vor diesem Hintergrund, Sebastian, was du jetzt erzählt hast, müsste ich ihn mir glatt nochmal anschauen, weil dann, wo man das Gefühl hat, dass er da gegen etwas rebelliert, dann kriegt man jetzt schon eher ein Gefühl dafür, wogegen eigentlich. Also auch gegen die japanische Gesellschaft, die zum Teil ja momentan super konservativ ist, jetzt aber auch mit dem neuen Regierungschef kann ich mir das schon dann auch so zusammensetzen. Es gibt auch so eine Stelle, also ich weiß, es gibt ja irgendwie, von Shibuya gibt es ja quasi eine zweite Kreuzung, die ja nur dann für Filme da ist. Aber ich habe das Gefühl, das ist ja bei der echten gedreht worden, aber wahrscheinlich halt einfach nur, wir laufen da jetzt hin und schauen mal, wie Leute reagieren, wenn da jetzt jemand da wild rumschreit oder so. Das wirkt ja eigentlich irgendwie einfach wie Punk, so nach dem Motto, wir provozieren jetzt. Ja, genau. Ja,
aber volle Kanne. Ich finde das halt alles wirklich so einen schönen im Kontrast mit der Hauptfigur, die einfach diese absolute Ruhe eigentlich irgendwie hat und da irgendwie auch in diesen Motorrädern und Autos da rumschraubt, also dieses Senden der Art of Motorcycle Maintenance, so während drumherum halt irgendwie alles schief geht und quasi irgendwelche Geistererscheinungen kommen und die Leute von einem Virus Angst haben und die Olympiade scheiße ist und die Leute irgendwie von Wut gepackt werden. Ich fand das als thematisches Bild schon sehr, sehr schön. Genau. Also Wut ist auf jeden Fall das Stichwort für den Film. Das ja auch durch die extrem laute Punkmusik noch ausgedrückt wird. Und genau, du hast vorhin auch den Schrein angesprochen. Der ist tatsächlich so das verbindende Element der Filme Wolf's Calling und Day of Destruction. Und Toyota plant auch gerade noch einen dritten Teil. Also es soll quasi eine Trilogie werden um diesen Schrein. Und der dritte Teil, Seppuku Everyone, ist gerade in Vorbereitung. Es lief eine Crowdfunding-Aktion vor kurzem. Sehr gut. Wobei so Tempel und Schreine ja auch bei Shiver eine Rolle spielen. Am Anfang hat man diese verschiedenen Figuren in so einem Schrein und später gibt es sowas wie ein, ja, sieht aus wie so ein religiös aufgeladener Hinkelstein, so schwarz wie das Ding aus 2001 und das dreht sich dann und das Gefühl, es wird von den Trommeln der Musiker drumherum angetrieben und dreht dann immer schneller und durch Risse in diesem Stein kommt dann Licht raus und ich hatte das Gefühl, als wäre das ein religiöses, außerirdisches Artefakt, das irgendeine magische Verbindung mit den Musikern eingeht. Das war auch eine sehr schöne Inszenierung. Also extrem unberechenbar und extrem vielseitig Toyota weiterhin. Also ich glaube, wenn man das Double Feature Wolf's Calling und The Day of Destruction sich anschaut, muss man eine Portion Bereitschaft für What the Fuck Momente, glaube ich, mitbringen. Und Shiver ist aber so ein Film, wo ich echt jeden reinschicken würde und einfach nur Auge auf, Ohren auf und einfach eintauchen. Aber ich fand der Wolf's Calling halt auch wirklich absolut stark. Also der ist halt visuell so stilsicher und ich finde vor allem, der sieht halt wirklich sehr filmisch aus. Also im Gegensatz zu vielen japanischen Filmen, die einen sehr digitalen Look haben, ja. Und wahnsinnig schöne Kamerafahrten, wahnsinnig schöne Naturbilder und halt einfach diese Leute mit diesem unglaublich antreibenden Musikthema, was er halt schon gesagt hat, also von dieser Band. Aber einfach Leute, die sich dann quasi zum Kampf rüsten, aber eigentlich nie klar ist, gegen was. Und es ist ja eigentlich wirklich nur so ein Riesending, was man in vielen Filmen ja hat, so quasi die Leute bereiten sich auf die große Schlacht vor und keine Ahnung, bei Herr der Ringe kommen dann die Orks oder irgendwas, aber man weiß nie, was kommen wird. Und ich finde, dieses Mysterium macht diesen Film eigentlich auch so stark. Also da tun sich dann unterschiedliche Leute zusammen, die alle an diesem Punkt dann ankommen, wo man auch wirklich grundsätzlich so ein bisschen sogar irgendwie sehen kann, was für unterschiedliche Typen das eigentlich auch dann sind. Aber dieses Was und dieses Wieso passt dann natürlich auch zu diesem anderen Film. Dieses ich will gegen was kämpfen, aber es ist, man kann gar nicht so benennen, was es ist. Ja? Einfach nur diese Bereitschaft sozusagen zu haben, fand ich schon sehr schön. Also und dann halt mit diesem Kontrast mit der Moderne, dass da einfach diese Pistole ist, aber auch die ein Mysterium ist, wo die herkommt und wer sie benutzt hat und was da passiert ist. Ich fand das also thematisch echt schön, obwohl der Film ja wirklich im klassischen Sinne nicht viel Narrativ hat. Und der rentiert sich auch mit Kopfhörern anzuhören, weil der halt einfach so, also ich finde, das hat er eh so stark, diese Klaviatur auf- und abzuspielen, wie man halt Stimmung mit Bildern und Musik halt einfach so nach oben zieht und dann wieder runterholt und danach und nach das aufbaut. Das können nicht viele auf dem Level. Also so dieses Reinziehen ist schon sehr nice. Ich habe mal versucht rauszufinden, wie es mit dem Wolf in der japanischen Kultur steht, weil der ja Wolf's Calling heißt. Und was ich rausfinden konnte, war, dass der Wolf kaum in Japan vertreten war, also höchstens im Norden über die Ainu und diese Verbindung zu Sibirien. Aber eigentlich, dass die Wölfe, die es in Japan gab, eher sehr scheue
Tiere waren, aber schon halt Raubtiere. Und dass das alles, was man über den Wolf, also als Figur weiß, so der Vielfraß ist, der Gott mit dem großen Maul, der große Beißer, solche Formulierungen gibt es dann in den Märchen oder in den volkstümlichen Geschichten. Aber auf jeden Fall ist es ja in dem Film Wolf's Calling eine abwesende Figur. Weil am Ende hat man ja das Gefühl, dass man praktisch, dass da, wo sie alle hingucken, dass da diese Bedrohung dann ist, aber die Bedrohung ist nicht zu sehen. Und das finde ich eigentlich auch toll, dass das dann auch so auflöst. Das Gore lässt ja irgendwie vermuten, dass irgendwas Großes voranschreitet, wie so eine ganze Armee, die dann kommt. Also da genau. Ist ja von der Tonalität dieses Wumm, Wumm, ja. Wumm, ja. Sebastian, hast du da noch irgendeinen Hintergrund? Also jetzt, du hast die Geschichte erzählt mit der Waffe und so weiter, dann ist klar, was das mit Toyota zu tun hat, aber über den, warum er diese Figur des Wolfs wählt, weißt du das? Also ich würde jetzt tatsächlich deiner Interpretation eigentlich entgegenstellen, dass ich eher glaube, dass Toyota die Gruppe, also seine Protagonisten mit dem Wolf identifiziert, also dass der Wolf eigentlich so eher das ist, was diese Leute eint, weil sie sich auch an diesem Schrein treffen, der auch dem Wolf gewidmet ist. Ah, okay, das heißt, sie sind praktisch die Wolfskrieger und die Gefahr ist vielleicht eine ganz andere. Genau. Die sich zu einem Rudel zusammentun. Ja, okay. Ja, das ist natürlich auch eine interessante Perspektive. Man hat auch das Gefühl, dass ganz verschiedene, also würden so die Avengers sich versammeln sozusagen, weil da ganz verschiedene Figuren aus unterschiedlichen Zusammenhängen kommen, vielleicht auch aus unterschiedlichen Zeitaltern oder so. Das ist auf jeden Fall, ist man schon sehr dabei. Das ist schon fesselnd, wenn auch nur kurz da gezeigt. Sebastian, das sind ja so viele unterschiedliche Filme. Wie kommt man eigentlich an die Filme ran? Du hast gesagt, Pornostar war dann auch einer, der auch dann eine DVD-Release hatte. Wie sieht's mit Toyota aus? Ja, das ist tatsächlich mir auch lange Zeit ein Rätsel gewesen, weil seine Filme fast nicht verfügbar waren, so die ganzen letzten 20 Jahre. Also Pornostar, wie gesagt, war so in dieser ersten Welle von Rapid Eye Movies dabei, aber das war es dann auch schon. Also in Deutschland ist danach nie ein weiterer Film von ihm erschienen und Pornostar, die DVD ist natürlich auch schon lange vergriffen. Und mich hat das immer so ein bisschen gewundert, weil Toyota ist jemand, ich würde sagen, so wenn man jetzt nach so Online-Amazon-Empfehlungsstandards irgendwie gehen würde, wenn sich Shion Sono und Shinya Tsukamoto mochten, könnte ihnen auch Toyota gefallen. Mm. Deswegen hat mich das immer sehr, sehr irritiert, dass seine Filme fast nicht irgendwie veröffentlicht wurden. Und zum Glück ist seit einigen Jahren Third Window Films in England dran, die Filme nach und nach rauszubringen. Also in Deutschland nach wie vor nicht, aber immerhin gibt es europäische Blu-rays. Also vor ein paar Jahren ist ein Boxset erschienen, da sind Pornostar, Nine Souls und seine Boxer-Doku Unchained drin. Ein paar Jahre später haben sie noch Blue Spring als Einzelveröffentlichung rausgebracht. Und jetzt gerade ist auch wieder eine neue Box in Vorbereitung, wo auch die Titel noch gar nicht alle bekannt sind. Aber ich weiß, dass auf jeden Fall Wolf's Calling und Day of Destruction drin sein wird. Ja, das hört sich doch jetzt mal richtig gut an. Und das sind dann halt auch Blu-rays mit englischen Untertiteln. Genau. Das ist ja das komplette Festival-Feeling. Und dieses erste Boxset ist noch erhältlich, aber ich höre, dass es langsam knapp wird. Wer sich dafür interessiert, sollte sich da schnell drum kümmern, sich das zu besorgen. Sehr gut zu wissen. Danke für diesen wichtigen Tipp. Da hätte ich beim letzten Aero-Sale vielleicht zuschlagen sollen. Dieses Jahr wird ja Toyota nicht da sein. Macht ja keinen Sinn. Es gibt kein Vor-Ort-Festival und keine Gäste, aber wir hoffen mal, dass er weitermacht mit seinem so wahnsinnig vielseitigen, interessanten Schaffen. Dann ist es auch wahrscheinlich, dass Toyota auch wieder mal vorbeikommt beim Festival, oder? Ja, ich denke schon. Also er war auch schon oft bei uns zu Gast und er schätzt uns ja sehr und wir schätzen ihn. Ich denke mal, also ich hoffe sehr, dass nächstes Jahr dann auch wieder ein Live-Festival möglich sein wird und mal schauen. Also wir hatten letztes Jahr eigentlich auch den Plan, Pornostar nochmal zu zeigen, in der Pupille, also unserem
ehemaligen Festival-Kino. Das war tatsächlich Toyotas Idee, dass wir da was machen. Ich kann jetzt nichts versprechen, dass wir das definitiv nachholen, aber mal sehen, vielleicht wird irgendwas Vergleichbares stattfinden. Oh, das wäre doch ein schöner Plan. Dann frage ich dich noch abseits von Toyota, gibt es irgendwas, auf das du dich dieses Jahr besonders freust, vorfreust oder irgendeinen anderen Film, den du gerne noch empfehlen möchtest? Also wir haben auch wieder einen neuen Film von Shion Sono, den Red Post on Asher Street. Den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wir haben Beyond the Infinite 2 Minutes, ist eine sehr, sehr interessante und aufregende Zeitreisekomödie, wo ein Cafébesitzer über einen Computermonitor in seiner Wohnung 2 Minuten in die Zukunft schauen kann. Und der andere, das Gegenstück, steht eben in seinem Café und die Wohnung ist eine Etage drüber. Und er stellt dann einen zusätzlichen Monitor gegenüber von dem anderen Monitor auf dadurch entsteht ein Effekt, dass er dann in die Zukunft gucken kann. Und also es ist sehr wild und was halt auch total spannend ist, ist, dass alles in einem einzigen Take gedreht wurde. Und es gibt so wahnsinnig viele Zeitebenen und allein wie das bewerkstelligt wurde, also es ist Wahnsinn. Das klingt ja super. Ja, und Red Poster und Asher Street habe ich bei der Woche der Kritik schon gesehen und ich habe das, glaube ich, schon sehr, sehr oft irgendwo mitgeteilt. Ich fand den so großartig. Also das ist von mir auch eine absolute Empfehlung. Den kann man sich sehr, sehr anschauen. Sollte man. Ja. Hatte ich viel Spaß mit. Mhm. Dann müssen wir jetzt nochmal gucken, wie das mit den Filmen funktioniert. Ja. Der Thomas hat da irgendwann mal aufgepasst und kann das, glaube ich, ganz gut erklären. Genau. Also es ist ein bisschen eigentlich genauso, wie es im März schon war. Und zwar bei Nippon Connection On Demand Reply. Und zwar ist es so, dass Festival Scope wieder der Partner ist. Und das bedeutet, dass jeder, der einen Film sehen möchte auf dem Festival, also zwischen dem 1. und dem 6. Juni diesen Jahres, einfach hingehen kann auf watch.nipponconnection.com. Oder auch einfach über nipponconnection.com und dann ist es entsprechend verlinkt und dort einfach ein Konto erstellt und dann geht's schon direkt los und dann kann man einen Film dann kaufen für 6 Euro und hat dann 24 Stunden Zeit, ihn sich anzuschauen. Und das Ganze geht per Kreditkarte. Es wird aber auch die Möglichkeit eingerichtet über Giropay. Aber ich glaube, die allermeisten von uns haben ja eine Kreditkarte, um das zu machen. Und es gibt aber nicht nur die Möglichkeit, über 6 Euro sich einen einzelnen Film zu kaufen, sondern es gibt diesmal auch Filmpakete, die bei Nippon Connection geschnürt worden sind, zum Beispiel ein Anime-Paket oder ein Doku-Paket. Es gibt ein Paket, das heißt Weird and Wonderful, was da drin stecken mag. Und es gibt auch ein Paket Filme übers Filme machen. Es gibt auch Sportfilme, die sind aber kein Paket, die muss man sich praktisch selbst zusammenstellen. Aber ich glaube, es gibt noch ein Paket Musikfilme. Also da müsst ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Und für die Hardcore Nippon Connection Fans, die wirklich sehr, sehr viel gucken, also ich sag mal mehr als 20 Filme, dann empfiehlt sich der 120 Euro teure Filmpass. Der Pass von Nippon Connection gilt nämlich für alle Filme. Dann kann man sich wirklich alles anschauen und wer mehr als 20 Filme guckt, für den ist das die beste Lösung. Mir fallen da gleich ein paar Podcaster ein und ein paar Kumpels, die da schon locker über die 20 kommen. Also 2 kenne ich, die schon 25 Filme letztes Jahr geschafft haben. Da gibt es also eine Klientel dafür. Also ganz einfach watch.nipponconnection.com und dann Konto erstellen, Kreditkarte angeben und dann entweder 6 Euro pro Film oder ihr findet ein Paket, das euch besonders interessiert. So funktioniert's vom 1. bis zum 6. Juni. Also im nächsten Podcast, dann sprechen wir noch über Genrefilme, dann mit Pavao. Habe ich den Namen richtig ausgesprochen? Ja. Pavao, okay. Ja, das ist dann so unsere so Abschlussfolge, zumindest zu Road, zu Nippon Connection 2021. Genau, da machen wir nochmal richtig Lust auf Science Fiction und
Japan und Genrefilme, das ist ja auch ein spannendes Kapitel für sich. Da freuen wir uns auch schon drauf. Die Japaner auch wirklich stark sind bei Genrefilmen, das wird schön. Da sind schöne Sachen dabei. Dann freuen wir uns schon mal, geht ja bald los. Und dann vielen Dank, Sebastian, dass du bei uns Gast warst. Und vielen Dank, dass uns, und vielen Dank, dass du uns so Lust gemacht hast auf Toyota jetzt. Alles zu gucken, was wir jetzt noch die Box kriegen bestellen. Können. Ja. Aber wir haben jetzt immerhin 3 Toyota-Filme, die man auf dem Festival gucken kann. Sehr schön. Vielen Dank, Sebastian. Ja, wie immer. Vielen Dank, Alex. Und immer gern. Viel Spaß bei Nippon Connection. Wir sehen uns bei Nippon Connection. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Japanisches Filmfestival, Frankfurt am Main.